freue mich, dass wir heute unseren Forschungstag in Stuttgart haben, wo sich alle austauschen können. Also ein sonniger Tag und ich hoffe, er endet für Sie auch ebenso sonnig, dass Sie sagen, das war schon cool in Stuttgart. Was heute ja besonders toll ist, man kann hier Labore sehen, den Windkanal, Motorprüfstände oder Augmented Reality Systeme, die einen in eine ganz neue Welt bringen. Ich erhoffe mir vor allem, dass heute neue Impulse gegeben werden zu neuen Forschungsprojekten. Ich glaube, das ist schon eine Einzigartigkeit, dass wir die Forschenden aus allen Standorten vereinen, vernetzen und auch interdisziplinäre Dinge auf die Wege bringen können. Also für mich, da ich ja an meiner Promotion arbeite, ist der Aspekt der Vernetzung ganz wichtig, was auch so Möglichkeiten angeht, wie ich mit meiner Promotion weiter vorgehen kann, wie ich mich methodisch vielleicht noch verbessern kann. Die Resonanz hat er gezeigt mit über 130 eingereichten Beiträgen, dass sie überwältigend war. Und es trifft eigentlich alle 17 Nachhaltigkeitsziele dieser UN, angefangen von der Produktion über Gesundheit, in allen Bereichen an unterschiedlichen Standorten. Es gibt eigentlich nichts, was nicht beforscht wird an der DHBW. Wir können jetzt noch mehr, noch besser erkennen, wie wichtig unsere Forschung an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist, um unsere Hochschule weiter auf dem Weg der Nachhaltigkeit zu halten. Weil da zeigt man auch, dass unsere Forschung ankommt, umgesetzt wird, zu Ergebnissen führt. Also es war mein erstes Mal bei dem Forschungstag. Ich fand ihn sehr inspirierend auf jeden Fall, da Nachhaltigkeit ja so ein sehr wichtiges Thema ist. Fand ich es cool zu sehen, dass da so viele Leute Interesse dran zeigen und auch so viel in dem Themengebiet forschen. Da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich komme auch gerne nächstes Jahr wieder und ich bin froh, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Ja, hat sich gelohnt.